So, Tag 4. Wollen wir mal gleich losstratzen. Also, die Oberschenkel, geile Sache. Das Gefühl, schmerztechnisch ist mein ganzer Körper nur noch Oberschenkel. Aber okay, heute soll es richtig warm werden. Kicken wir mal. So, das hat doch alles schon mal viel besser funktioniert heute. Also, faire Fahren auf jeden Fall. So, nachdem das mit dem irgendwie gut funktioniert hat, faire Fahren wird viel leichter, Radfahren noch nicht. Kicken wir mal, was wir daraus machen. Eine Nacht hat es jetzt gestanden. Ich sieb das mal durch. So, da war die leckere Ausbeute. Ich verdünne immer noch ein bisschen mit Wasser, dass da auch ein bisschen mehr rauskommt, dass man so, ich sag mal, so 3-4 Tage immer so zwischen 80 und 100 Milliliter hat. So, fertig. Brauchte ich nur noch mal so 80 bis 100 Milliliter nachschütten. Das ist jetzt für 4 Tage. Ich freue mich da riesig drauf. Und natürlich die ausgematschten Rosinen, die haben natürlich bei mir auch noch Verwendung. Wenn mal wirklich so richtig riesengroßes Loch im Magen ist, dann mache ich mir immer so einen kleinen Teelöffel, den schiebe ich mir unter die Nase. Dinger sind ja ein Süd für die Verdauung. So, dann wollen wir mal sportfrei hier. Der erste Trink heute auf nüchternem Magen. Ganz dufte Kaffeemaschine bleibt heute auch aus. Ich mach mir da hier mal viel zu viel Zucker rein. So, dann kicken wir mal, wie der neue Arm weitergeht, ob mir endlich mal die Knochen wieder wehtun. Das ist ja kaum zu glauben, ey. Gott. Lecker! Tja, Leute, und täglich grüßet Murmeltier. Ja, ich mach mir gleich fertig und dann geht es wieder auf den Drahtesel. Ich hab langsam das Gefühl, dass ich irgendwo zwischen den Knien und dem Beckenbereich nichts mehr merke. So wirklich. Schenkel sind, glaube ich, gar nicht mehr existent. Ich gucke einfach mal. Heute ist so schweineheiß draußen, irgendwie um die 30 Grad oder 31, ich weiß nicht. Auf alle Fälle hart, Tauwetter für Dicke und ja, ich guck mal, ob ich nicht auf dem Weg verende oder so. Schauen wir mal. So, täglich grüßet Murmeltier. Ich hab's wirklich geschafft, auf der Arbeit anzukommen. Wenn jetzt alle Duty Young ist, habt ihr hier vor so ein paar kleine Videosequenzen gehabt von meiner GoPro am Fahrrad. Katastrophe, sag ich nur. Der Berg, Katastrophe. Ich schwitze wie ein Schwein, ich bin total durch. Gestern habe ich noch das Gefühl gehabt, dass es bergauf geht. Nein, es geht immer weiter bergab, habe ich das Gefühl. Zwischen Knie und Becken spüre ich gar nichts mehr. Ich glaube, die Schenkel sind weg, die sind abgestorben. Aber ich gucke mal. Vielleicht habe ich hier gleich noch einen, den noch dranhängen kann, falls ich heute Abend noch irgendwas schaffe. Ansonsten, Fortsetzung folgt, habt kein Mitleid mit mir, ich werde nie aufheben.